Die Stadt Singekurzer Halle feiert im Jahr 2016 sein 900-jähriges Jubiläum. Und dieses Jubiläum geht zurück auf eine Klostergründung in Halle. Und seitdem feiern wir, dass es diese Ausbildungsform Knabenchor und Knabenmusik in Halle gibt, in Verbindung mit schulischer Ausbildung. Das Besondere am Stadtsingechor ist, denke ich, dass er kein Internatschor ist und trotzdem versucht, auf sehr hohem Niveau zu singen, und dass wir uns alle Sänger dreimal die Woche sehen und dass im Rahmen der Schulausbildung auch noch Gesangsunterricht stattfindet. Und wir sind ein Chor in städtischer Trägerschaft und singen überwiegend geistliche Musik. Ich bin 10 Jahre alt und ich singe, seit ich 4 bin, mit im Chor. Ich heiße Maximilian Fares Kamalazabe, bin 13 Jahre alt und singe seit meinem 4. Lebensjahr im Chor. Ja, mein Name ist Moritz Richter, ich bin 16 Jahre alt und ich singe im Chor seit 2004. Ja, mein Name ist Arthur König, ich singe im Chor seit 2004 und bin 16 Jahre alt. Ja. Am besten mag ich den Mozart-Messias Nummer 32. Am meisten im Chor gefällt mir die weltliche Musik, und wenn ich ein Stück auswählen müsste, wäre es die Johannespassion. Die Musik aus der Epoche der Romantik. Ja, bei mir ist es die weltliche Musik, also die weltlichen Lieder, die wir singen. Mein schönstes Erlebnis war im Stadtsingechor, dass ich mein erstes Sololied gesungen habe. Mein schönstes Erlebnis im Stadtsingechor war die Litauenreise. Für mich war das schönste Erlebnis die Reise nach China, in der 4. Klasse. Ja, das ist dann schon ziemlich aufregend, wenn man da in der 4. Klasse ist und dann schon so weit entferntes Land mitfliegen kann. Das hat schon sehr Spaß gemacht. Er war in der 2. Klasse, da war er bei einer Schnupperstunde des Chores, und die Lehrerin muss das so toll gemacht haben, dass er danach kam und gesagt hat: Mama, ich singe für die Lehrerin. Seitdem singt er, und er singt weiter, weil er Spaß am Singen hat, weil er die Gemeinschaft mag, die Tourneen und das Chorlager. Das Besondere an den Choristen ist eigentlich die Liebe zur Musik, auch die Hingabe, um zu großen Zielen zu gelangen. Die Jungs sind ein bisschen anders als normale Jungs von der Straße. Und das Schöne ist, selbst wenn sie manchmal mit schlechter Laune in die Proben kommen, können sie beim Singen nicht leugnen, dass sie gerne singen. Diese ständige, hohe Qualität, die immer gebracht wird. Also jeden Monat eine Motette, aber auch die wunderbaren Konzerte zur Weihnachtszeit. Was mich auch immer sehr beeindruckt, sind die Benefizkonzerte, dass die Jungs sich auch engagieren für andere Kinder, die vielleicht nicht so viele Privilegien haben, die es vielleicht viel schwerer haben. Das ist eine tolle Sache. Aber die Jungs vertreten uns natürlich auch im Ausland, und die sind fantastische Botschafter für unsere Stadt.